Wir damals sagen, draußen in Bayern, das ist der Pumuckl vom Attersee. Friseuren, Politiker oder die Schwiegermutter. Im Feldbauernhof am Attersee wird beim LT1 Gstanzlsingen jeder aufs Korn genommen. Das gehört dazu, sonst kannst du die Leute in ihren Trott, in ihren der Hiele im Grunde rausreißen. Und ich finde, Gstanzl ist dazu prädestiniert, Sachen auf den Punkt zu bringen, die Leute aufzurütteln, die Leute ein bisschen auf den Schlips zu treten. Auf den Schlips treten tut sie ihrem Publikum allemal und das in der Königsdisziplin Reimen aus dem Stegreif. Seit 30 Jahren steht die bayerische Grand Dame des Gstanzls auf der Bühne und sie weiß, wie es funktioniert. Es ist sehr wichtig, dass sie die Enden immer gut reimen und in die Sätze dazwischen, da kannst du reinpacken, was du magst. Es soll nur lustig sein und ein wenig Schmäh haben und dann ist das perfekte Gstanzl fertig. Und das besteht aus 4 Zeilen im Dreivierteltakt. Den Zuschauer zuerst aufs Glatteis führen, dann die Pointe bringen. Anfang des 19. Jahrhunderts war das Gstanzl geprägt von Verboten. Manche ärgerten sich über die provokanten Aussagen, denn Tabuthemen gibt's keine. Du kannst über alles gstanzeln. Wenn die Oma 80 wird, kannst du über die Oma gstanzeln. Wenn du heiraten wird, gstanzelt sie. Oft einmal, wenn ein Wahlkampf ist, drauf, dass nicht Rosendruck runtergehen. Trocken ist es im ausverkauften Stadl nicht. Es wird gelacht, ausgeteilt und geflirtet. Gewisse Sachen wie das Fenster und gehen, ist halt angekommen. Nicht? Heute geht alles bei der Tier aus und rein. Damals war es halt lustig. Aber der Grundprinzip ist immer noch dasselbe. Nicht? Man, Buben gehen an die Menschen und Menschen suchen sich Buben. Nicht? Jetzt geben wir mal alle Männer die Hand hoch, die wo zwar schon eine Frau haben, hätten aber gerne andere. Diese bayerischen Geschwister stehen seit ihrer Jugend auf der Bühne. Da waren wir noch so klar, dann haben wir das einfach mal ausprobiert. Und seitdem ist uns blüm, ja, genau. Geblieben ist es auch den Gutauer Stubenhockern. Seit über 40 Jahren singen sie alte, überlieferte Wirtshauslieder. Das hat bei den alten Lieder verschiedene gegeben. Das hat auch Berufsstandslieder gegeben. Da ist der Berufsteil auf die Schafe genommen, ob jetzt der Zimmerer oder der Schmied. Der Lehrer ist ganz wurscht. Und wer sich unter die Zuschauer traut, der sollte einiges einstecken können. Denn sonst ist man laut Renate fehl am Platz. Ja, dann sollen wir die Silbereisen-Schlagerparaden anschauen. Das ist kein Gstanzlsingen. Es ist etwas anderes, wenn ihr Gulaschsuppen oder Müllisuppen ist. So kann man das vergleichen. Das schönste Geschenk jemandem zu bringen, ist doch ein persönliches Gstanzl oder überhaupt ein paar persönliche Gstanzl. Und ich kann über meine Freunde und Bekannten oft sehr, sehr viel aus der Jugend erzählen. Immerhin ein humorvoller Weg, um sich mit dem Alltag auseinanderzusetzen. Die ganzen Leute, bist du schöner.